Und jetzt haben wir den nächsten ganz, ganz wunderbaren Gast. Und zwar ist das ein ganz, ganz toller Schauspieler. Die meisten von euch werden ihn kennen. Ich brauche gar nichts sagen. Hier ist Peter Lohmeier. Danke fürs Kommen. Bitte, Tata. Ich habe nur Gangster heute Abend hier. Was geht ab? Du siehst unfassbar schick aus. Bitte setz dich, Peter. Ist da. Ist da. Krasses Outfit. Ist da. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Problem. Du weißt ja, wir zeigen von unseren Gästen immer das Insta-Profil. Ja. Peter, dein Insta-Profil braucht Hilfe. Ja. Sehe ich das richtig so? Der liebe Peter Lohmeier hat 14 Abonnenten, 5 Beiträge, da muss doch mehr her. Das geht, also ich finde, Peter, allein wie du aussiehst, du musst Outfit of the Day posten, Peter. Okay. Du musst, ja, du brauchst es, Peter. Was ist, Peter, hast du dein Handy dabei? Ja. Ich bin dafür, dass wir Peters Insta-Profil pimpen. Absolut. Wir müssen es richtig pimpen. Auch den Bruder, was genau? Ja. Der Bruder trägt Anzug. Ja. Darf ich einmal ganz kurz, pass auf, weißt du, was ich jetzt mache? Okay. Ich bin jetzt bei dir bei Insta drin, ne, wenn ich darf. Na komm, dann mache ich einmal ein Bild von euch beiden. Alter, so? Richtig. So? Ja, genau. 2 oder 3 Finger? Warte. 2. Jawohl, seht ihr, Jungs, ich hab euch. Sehr gut. So Foto. Und ja, sehr schön. Filter braucht es auch nicht. Sehr, sehr gut. Und jetzt poste ich. Ich poste jetzt in deinem Namen, Peter. Chille mit meinem Bruder Khatar. Bruder. Chille. Du musst mich markieren, du weißt. Ich schreibe Chille mit dem Bra. Baba. Ich freue mich irre. Und weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich follow dir natürlich und habe direkt kommentiert. Mal schauen, sieht man das? Peter ist da. Hey, danke. Yay. Und ich finde, du hast so viele Follower verdient, weil du nämlich so geile Kunst machst. Du bist ja unterwegs mit dem Club der Toten Dichter. Das ist deine Musikband und du singst Charles Bukowski. Du singst Gedichte, Lieder von Bukowski. Ja. Wie kommt das? Du bist ein riesen Bukowski-Fan. Ja. Und wie kamst du auf diese Idee? Ich singe jetzt Bukowski. Nee, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich war in La Paz auf 3000 Meter. Ja. Und da ist man immer ein bisschen durcheinander wegen dem Sauerstoff, der einem fehlt. Und dann kam eine E-Mail vom Club der Toten Dichter. Und die haben mich dann gefragt, irgendwie, Herr Lohmeier, könnten Sie? Und ich sag dann so zurückgemeldet, ey, jetzt lass mal Sie weg. Wir sind Musiker, wir duzen uns sowieso. Und ich bin auf 3000 Meter, schöne Grüße, der Peter. Und hab dann zurückgemeldet, hey, Bukowski, das interessiert mich. So. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und der Club, eben Max Repke, irgendwie, der hat die Lyrik rausgesucht und hat die Musik komponiert. Jawohl. Und da habe ich gesagt, warum ich? Und dann hat er gesagt, warum nicht du? So, und dann bin ich nach Berlin und dann haben wir uns geeinigt und sind ins Studio gegangen, haben die CD gemacht und jetzt gehen wir auf Tour. Unfassbar. Und ich finde, weißt du was, Peter, ich finde, also erstens mal ist das sehr gute Musik. Ich habe reingehört, es ist sehr, sehr gut. Ich möchte auch gerne mal live kommen, wenn ich darf. Ja, ist da. Ist da, alles klar. Gästeliste ist da. Und ich habe mir gedacht, ein guter Künstler verdient Follower. Heutzutage werden immer den Falschen gefollowt. Es wird nur gefollowt bei Arschfotos und nicht gefollowt, wenn jemand so gute Kunst macht. Und deswegen finde ich, wir machen einen Aufruf. Wir starten einen Aufruf, Follower für Peter Lohmeier. Und ich bin so überzeugt von meinem Publikum und ich bin so überzeugt von meinen Zuschauern. Ich würde meinen, meint ihr, 5000 sind drin bis in 2 Wochen? 5000? Kriegen wir 5000. Ich fände es toll, nächste Woche ist ja Feiertag und die Woche drauf ist wieder Studio Armani. Und wenn wir bis dahin 5000 ist möglich, schwimme ich über den Rhein. 5000 Follower für Peter Lohmeier innerhalb der nächsten... Du schwimmst durch den Rhein, nicht über den Rhein. Ich schwimme durch den Rhein. Ich tauche unten, keine Ahnung, was ich mache. Hauptsache, es gibt 5000 Follower für Peter Lohmeier, bitte, schnell. Und erzähl auch von deinen Filmprojekten. Ja, da gibt es so viel. Ich wollte noch eins loswerden zu Bukowski, weil Bukowski ist ja jetzt nicht mehr...
also für die ganz junge Generation nicht mehr so bekannt. Also Bukowski ist jetzt auch schon ein paar Jahre tot. Aber ich habe heute so ein Zitat gefunden. Da habe ich gedacht, irgendwie, das passt irgendwie auch so zu der Zeit, was im Augenblick in Deutschland überhaupt in der Welt passiert. Und das hat er vor vielen Jahren schon gesagt. Er hat gesagt, das Problem der Welt ist, man könnte auch sagen, das Problem von Deutschland ist, dass intelligente Menschen zu viel Zweifel haben und dumme Menschen zu viel Selbstvertrauen? So ungefähr. Ja, tatsächlich. Also Bukowski ist mir aufgefallen, ist jemand, der vor allem von Autoren sehr viel gefeiert wird. Also ich kenne kaum einen Autor, der nicht ein riesen Bukowski-Fan ist. Das war ein Mann, der sich jede Nacht einfach die Kante gegeben hat. Und auch, da hat er auch über sich selbst immer gesagt, ich bin einfach ein Mensch, der sehr, sehr gerne trinkt. Und wenn er dann betrunken ist, hat er seine Gedichte geschrieben. Vor allen Dingen hat er vorher noch 8 Stunden in der Post gearbeitet. So. Krass. Das heißt, er konnte überhaupt nicht aufhören zu arbeiten. Also so, wie es dir auch geht wahrscheinlich. Ja, also, aber er hat mehr getrunken als du. Aber er hat irgendwie, also er hat wirklich Sachen geschrieben, die so vom Rande der Gesellschaft irgendwie in die Mitte, er hat so auf die Mitte der Gesellschaft geguckt, denen es gut ging. Und ihm ging es eben so gut, wie er gelebt hat. Aber er hat uns irgendwie so allen gezeichnet, das kommt in den Texten immer, wie das Leben sein kann und dass man das Leben greifen kann. Und deshalb singe ich gerne diese Lieder. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Also alle hingehen, angucken. Peter Lohmeier ist da. Charles Bukowski ist da.